Wir starten rein mit dem Video von Trimax, was mich wirklich brennend interessiert. Und jetzt ziehen wir uns von Trimax rein, wie lockt man 10.000 Querdenker an? Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Tweet ist natürlich sehr provokativ, aber im Endeffekt hat man da wirklich eine Menge weirde Leute angezogen und auch den Diskurs ein bisschen nach vorne gebracht, was nicht verkehrt ist. All in all bin ich echt mal gespannt, was Trimax zu diesem abgrundtief beschissenen Video hier zu sagen hat. Bin gespannt, Mann. Let's go. Digga, Twitter von Trimax auf White Mode kotzt mich jetzt schon an. Ist hier und frohes neues Jahr. Ihr habt sicherlich von meinem Tweet mitbekommen, den ich direkt an Neujahr rausgehauen habe. Mir war derzeit durchaus bewusst, was das für Reaktionen hervorheben wird. Und deswegen haben wir das Ganze auch gemacht. Wir wollten einen Tweet machen, jetzt ja schon öfter mitbekommen, wenn wir in Streams, Querdenker-Demos uns reinziehen. Und Romatra baut seine Impfpistole, mit denen er BioNTech Impfdosen verschießen kann an Querdenker und sowas. Halt nicht Impfverweigerer, Leute, die sich nicht impfen, sondern Querdenker. Maximieren und so. Ihr wollt lauter? Ja, lauter wollt ihr es? Wie wir das machen können, ja, klar. Hätte ich jetzt gesagt, ich wünsche allen Nicht-Querdenkern frohes neues Jahr, wäre da nichts passiert. Das hätte keine großen Reaktionen gemacht. Aber dieses, ich wünsche allen Geimpften ein frohes neues Jahr, das Ding ging in allen Telegram viral und ich kann nicht lauter machen einfach. Und hat wie Motten, die in das Licht fliegen, Querdenker angelockt. Und es ist eine Symphonie teilweise, ja, doch, was es hier doch, für Doch, Kommentare hat geklappt. Gibt. Ja. Und dafür haben wir das Ganze gemacht. Perfekt. Zur Provokation natürlich. Was ich ganz oft gelesen habe, was natürlich absolut nicht ist, haben mir auch die Leute super leid getan. Leute, die mich schon super lange schauen. Viele haben sie wussten auch, dass es provozierend gemeint und das, was dahinter steckt. Aber Schein, ganz viele Leute haben damit irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, sei es jetzt physisch oder halt im Geiste irgendwie, dass sie sich nicht impfen lassen können. Dafür ist das natürlich überhaupt nicht. Hatten wir auch schon ganz oft im Stream besprochen. Wir reden hier wirklich nur von Impfverweigernden, Querdenkern, Schwurblern, Impfgegnern wirklich. Leute, die geschrieben haben, Trimax ist in 5 Jahren eh tot wegen der Impfnebenwirkungen. Dazu auch nochmal passenderweise mein Tweet, meine Freunde, den ich auf Reddit dreisterweise gestohlen habe. Und zwar dieses gute Stück hier, wo ich schrieb, Impfgegner, die darauf warten, dass Impfgegner sterben. Geimpfte, die darauf warten, dass die Impfgegner sterben. Perfekt, Digga, das ist es einfach. Also da kann man auch einfach mal sagen, einfach nur super. Einfach nur super. Genau das ist es nämlich gerade. Dieser Beef von beiden Leuten, die einfach nur hoffen, also keiner hofft jetzt natürlich, dass hier irgendwer stirbt. Ist natürlich auch nur ein Joke so. Aber im Endeffekt, ja Mann, trifft es das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Oder jeder, der geimpft ist, wird nie wieder Kinder kriegen. Oder wir werden alle einen Herzinfarkt bekommen in 10 Jahren. Und. Also da war teilweise richtig viel Scheiß dabei. Ey, no joke, meine Meinung dazu einfach. Ich lebe jetzt ein bisschen in Freiheit. Wahnsinnig viel. Also nur dafür war das damals ganz provozierend. Was ich aber auch oft gelesen habe, was auch gar nicht geht, dass viele Leute zu jung sind, sich impfen zu lassen oder dass die Eltern das nicht zulassen, wo sich die Kinder impfen lassen das wollen. Das finde ich so schlimm. Und die Eltern lassen so das schlimm. Nicht zu und deswegen werden sogar einige Leute in der Schule gemobbt. Das ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Auch oft gelesen. Können wir jetzt natürlich dieses Video hier drüber machen, um das Ganze zu thematisieren. Es sind so viele Kommentare. Ich habe auch richtig viel gescreenshottet. Da können wir nochmal irgendwann ein Video zu machen, was da bei den Top-Dingern am Start ist. Auch eine ganz geile Verschwörungstheorie. Ich arbeite natürlich mit Bill Gates, mit denen da oben unter einer Decke. So krass. Ich habe mich ja auch schon einfach so oft fürs Impfen ausgesprochen und dass es ja auch wissenschaftlicher gemeinsamer Konsens ist, dass es ja sinnig ist und dass das wirklich wichtig und richtig auch für die Gesellschaft im solidarischen Sinne ist, wissen wir alles, bla 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 bla. Dicker, ich habe Nachrichten bekommen. Ich habe wirklich Nachrichten bekommen. Da fällt mir wirklich der Zahn raus vor Dummheit. Bro, also no joke. Ich habe gelesen, Digga, dass wir wirklich als Influencer bezahlt werden von Bill Gates und dass wir erpresst werden, weil Familienmitglieder von uns tatsächlich irgendwie in Gewahrsam gehalten werden. Deshalb müssen wir das sagen und sowas. Also Bro, das ist wirklich insane. Es ist wirklich insane, was sich Leute teilweise aus dem Arsch ziehen. Was sie sich wirklich aus dem Arsch ziehen, um einfach irgendwo stunk zu machen, Digga. Hier schreibt jemand im Chat, viel Spaß mit dem neunten Booster. Bruder, wenn der 9. Booster sicher ist, dann ziehe ich mir auch den 200. Booster rein. Weißt du, was ich meine, Digga? Wirklich. Also, man muss sich wirklich vorstellen, die Leute, die wirklich, keine Ahnung, teilweise komplett sich die Hucke voll saufen, sich jeden Tag von Fastfood ernähren, bla 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 bla, eventuell dann auch zum Teil Splittergruppen davon Drogen konsumieren und so weiter und so fort, die sagen dann, Digga, die Impfung, die lasse ich nicht an meinen Körper ran. Bro, du frisst den ganzen Tag Scheiße, halt dein Maul. Wurde von der Regierung bezahlt, es war alles dabei. Also es war wirklich Premium. Wenn wir wirklich von diesen Hardcore-Impf-
Gegner. Digga, ich sammle alle Impfungen wie Thanos, Digga. Infinity Stone mäßig. Dann reden. Dann sind das die Leute, wo wir uns auch schon die Demo reingezogen haben, wo ein Impfgegner sagt, Corona gibt's nicht, er lässt sich nicht impfen. Und dann ist er da, war ja im künstlichen Koma auf der Intensivstation und wurde künstlich beatmet. Der wäre hundertprozentig gestorben, nur die Ärzte haben ihn dann gerettet. Und er wacht auf nach dem Koma, ihm wird alles erklärt und er sagt immer noch, Corona gibt's nicht und er lässt sich nicht impfen. Also, das ist so Wahnsinn, Digga. Das ist so Wahnsinn. Also den Leuten kann man teilweise auch gar nicht mehr helfen. Jetzt habt ihr gerade diese Demonstration gesehen. Wo erzähl deine Meinung doch dem Spiegel. Nein, Bro, weil mir schauen hier gerade eine Menge Leute zu, die das interessiert. Ganz im Gegensatz zu deiner Meinung. Du unwichtiges Stück Scheiße. Und Telegram-Gruppen sich abgestimmt wurde, dass sie ihre kleinen Kinder, ihre zweijährigen, dreijährigen, vierjährigen Kinder im Kinderwagen mitnehmen und diese dann in die Polizeibarrikade reinschieben und dann ein Kind... Immer dieses Spalterische, Digga. Ihr wollt die Gesellschaft spalten mit eurer Meinung. Bro, es geht doch hier nicht... Also die Leute, die spalten, sind die Leute, die sich halt nicht solidarisch entscheiden und wissenschaftsfeindlich verhalten. Das sind doch die Leute, die spalten. Nicht die Leute, die hier so provokativ mit Satire und vielleicht bewusst provokativen Aktionen halt den Finger so auf die Wunde legen und sagen, ey, Dicker, also was für Spalterei. Bruder, das ist nicht mal ein Wort. Das ist nicht mal ein... Ach, komm. Pfefferspray abbekommen und sowas, nur um da krasse Reaktionen hervorzurufen. Noch ein MS-Kurs geht raus, dankeschön. Also bei so welchen Leuten, die sind einfach so dermaßen scheiße. Und da kann ich auch explizit sagen, Leute, die ihre Kinder verwenden für sowas, denen wünsche ich in diesem Fall kein frohes neues Jahr. Ganz klar. Genau so war das. Und es hat so wunderbar funktioniert. Die waren alle so wahnsinnig, wahnsinnig. Eben nicht. Unterhalt lieber deinen Zuschauer, anstatt sie mit deiner Meinung beeinflussen zu wollen. Bruder, ich erzähle hier, was ich denke, weil das ist nämlich das Ding. Du darfst deine Scheiße hier auch in den Chat schreiben, obwohl es niemanden juckt. Und wir leben in einem freien Land, wo ich sagen kann, was ich möchte. Und wem das nicht passt, der hat zwei Möglichkeiten. Der kann diesen Stream ausmachen oder sich ins Knie f***en. Die zwei Möglichkeiten hat er. Und diese Möglichkeiten gebe ich dir auch. Dritterweise kann ich dich gerne noch aus dem Chat bannen, aber ich möchte gerne den ganzen Scheiß, den du hier schreibst, den höre ich mir noch an. In diesem Sinne. Ich bin sauer unter den Tweet und was da von sich gegeben wurde, war brutal. Muss aber auch viele Leute sagen, das hat mich dann wiederum sehr sauer gemacht. Viele haben das mit dem Zahlenbeispiel gar nicht gecheckt. Die sagen, Felix, danke für den Gift-Sub an Basti. Liegen genauso viele Basti, was geht? Geimpfte wie Ungeimpfte auf der Intensivstation. Das habe ich sehr oft gelesen, auch von sehr jungen Leuten. Da war ich schon sehr sauer. Als Zahlenbeispiel, um das zu vereinfachen, wir haben 100 Geimpfte und davon liegen 2 Leute auf der Intensivstation und wir haben 10 Ungeimpfte und davon liegen 2 auf der Intensivstation. Felix, Digga. Ist auf der Intensivstation 50-50. Man muss natürlich die absolute Anzahl anschauen, wie viele Leute das nicht begriffen haben. Das ist auch wirklich so ein Ding. Es geht wirklich um absolute Zahlen. Also es geht da wirklich um diese Gesamtzahl, ja? Und wenn man sich das anschaut, dass natürlich in diesem Land mehr Leute geimpft sind und weniger nicht geimpft sind, dann ist natürlich auch klar, dass dementsprechend mehr Leute eventuell von der gesamten Impfgruppe, von der geimpften Gruppe halt dann irgendwo eventuell erfasst werden mit Krankheit und so weiter und so fort. Und der Intensivanteil, by the way, immer noch sehr viel geringer ist, weil der schwere Verlauf durch eine Impfung einfach verhindert wird. Das ist ja nicht so schwer. Absolute Zahlen sind nichtssagend. Genau. Die, aber man muss natürlich die absolute Anzahl anschauen, wie viele Leute das nicht begriffen haben. Da wurde ich ganz schön sauer, muss ich ehrlich sagen. Aber das Schöne ist, in den Kommentaren, das funktioniert auf Twitter, wurde dann direkt da wieder gegengehauen. Sowas wie, ach, das war so ein Top-Kommentar, mein 6-jähriger Sohn, dann, warum lasst ihr euch von der Regierung so verarschen, wenn genauso viel Geimpfte wie Ungeimpfte auf der... Der, das sind immer dieses, die Regierung will uns verarschen. Nein, die Regierung hat ein Interesse daran, dass möglichst viele Leute hier durchkommen, damit wir weiter Steuern zahlen und das das Krankenhaussystem nicht überlasten. Wenn ihr den Schwurbel haben wollt, dann denkt halt einfach, dass die Regierung euch lange durchtragen möchte, damit ihr lange Steuern zahlt für den Staat, wenn euch das irgendwas Ganze relativiert im Kopf. Aber die Regierung möchte natürlich nicht uns verarschen und hingehen und uns irgendetwas einflößen zur absoluten Meinungskontrolle. Dicker, wo seid ihr denn wirklich? Intensivstationen liegen erstmal so kompletter Schwachsinn, also richtiger Loser-Tweet. Und der wurde dann in den Kommentaren einfach fertig gemacht. Also alles wissenschaftliche Belege, Studien reingeschickt, Videos reingeschickt, da wurde erklärt und dann wurden diese Kommentare, die dagegen waren, haben dann teilweise über 1000 Likes, um es den Typen einfach zu beweisen, wie falsch sie sind. Das fand ich sehr, sehr geil. Das hatten wir noch. Alles Geld mache, mehr nicht. Genau, ja. Ach, ganz oft wurde von verschiedenen Rassen gesprochen. Was? Von irgendwelchen Impfgegnern, dass irgendwie eine Rasse unterteilt wird. Also ganz, ganz falsch. Das ist ein Nazi und alles Mögliche. Auch ganz, ganz, ganz weirde Vibes, die darüber kamen. Junge. Dann leider auch sehr oft junge Leute, die sagen, ich bin jung und gesund, warum soll ich mich impfen lassen? Ich kann trotzdem mich anstecken und ich kann trotzdem den Virus übertragen. Du kannst ja trotzdem auch als Junge einen schweren Verlauf haben. Ey, die ganzen ungeimpften Schwurbler, ich rede von bewusst ungeimpften Querdenkern, Schwurblern, die
haben ja oftmals gerne persönliche Beispiele. Die reden gerne von persönlichen Beispielen. Und wenn es darum geht, ja, der Sohn von meiner Tante tatsächlich, der hat damals Klumpfuß bekommen, nachdem er den Booster bekommen hat. Ja, ja, ja. Dann kann ich euch jetzt auch an der Stelle einfach ein persönliches Beispiel geben. Ich kenne auch jemanden, der mit jemandem befreundet gewesen ist, der komplett gesund war. Ein Hochleistungssportler, der nicht geimpft gewesen ist, hundertprozentig keinerlei Vorerkrankungen hatte und an einem schweren Corona-Verlauf verstorben ist. Das ist scheiße. Aber diese persönlichen Beispiele kann ich leider auch bringen, wenn euch das irgendwo vielleicht zum Umdenken in irgendeiner Art und Weise vielleicht anregt. Geht halt nur darum, die Intensivbetten freizuhalten. Schau mir zum Beispiel an, ich hatte die erste Impfung, nichts passiert, zweite Impfung, nichts passiert, Booster-Impfung, alles, alles. Es gab so eine Liste, so 12 Dinger, was du haben kannst. Das haben 80% Schmerzen an der Einstichwunde, das haben 70%, 50%, 30% und irgendwann so 2%. Ich hatte alles. Ich hatte 3 Tage Turbofieber, über 39 Grad, Fieberträume, Schüttelkrämpfe, alles, völlig im Arsch. Mein Lymphknoten, hier unter der Achsel hat man ja einen Lymphknoten, der ist so groß, ne? Was sagst du der Mutter, die 12-jähriges Kind verloren hat? Erstmal ist das kein vollständiger Satz, zweitens weiß ich nicht, welche Mutter ihr Kind verloren hat, in welchem Kontext und drittens tut es mir natürlich leid, wenn irgendjemand irgendwo stirbt. Der wurde so groß wie ein Apfel. Es hat sich alles so dermaßen angeschwollen, von der Brust zum Rücken. Felix, ich konnte danke nicht dir. Pennen, weil es mich innerlich einfach die Haut aufgerissen hat. Das war das Maximale, was du an der Nebenwirkung haben kannst und ich würde mich sofort immer wieder impfen lassen, hundertprozentig. Und wenn es alle 6 Monate kommt, dann werde ich das machen. Auch wenn es nur eine Wahrscheinlichkeit gibt von 0,0001%, deswegen mir ein Intensivbett frei bleibt und dass da jemand eine andere Person überlebt und man dadurch das Leben... Das ist demokratische Grundsolidarität, ganz einfach. Leben retten kann. Ich würde es immer wieder machen, immer wieder, gar keine Frage. Ich war auch Anfang zu Beginn der ganzen Zeit unfassbar doll gegen eine... Ich habe was herausgefunden, im 19. Jahrhundert gab es eine Impfpflicht und alle, die sich haben damals impfen lassen, sind jetzt tot. Oh mein Gott. Alter. Das heißt, die wurde 1800 irgendwann beschlossen und die sind jetzt alle tot? Oha, Digga, oha, das ist heftig. Dann sollten wir das vielleicht nochmal überlegen. Gegen eine Impfpflicht, weil ich dachte, wenn wir genug Impfungen haben, dann wird sich das schon ergeben. Leute in Afrika schlagen sich um die Impfungen und versuchen alles, um das irgendwie ranzukommen. Wir haben sie hier und den Leuten geht's zu gut und die meisten sind auch zu faul einfach. Die meisten sind zu faul, wissen nicht wo, was und wie. Das sind gar nicht die Impfgegner, das sind gar nicht so viele. Nur die Impfgegner sind halt im Internet immer am lautesten, was man natürlich absolut unterbinden muss. Genau, also ich hatte die maximale Nebenwirkung, ich würde mich sofort immer wieder impfen lassen. Einfach, weil es solidarisch ist und weil es für die Gesellschaft... Ich bin geimpft, lebe aber noch. Weißt du, wo jemand woanders liegt? Ja, das liegt an der Impfung, Mann. Gesellschaft insgesamt gut ist. Auch wenn ich jetzt Corona mir ziehen sollte, keine Nebenwirkungen, bin in Quarantäne und steck niemanden an, haben auch viele den Ansatz. Trotzdem, man kann es nie wissen. Deswegen ganz viel testen, ganz viel impfen, Masken richtig tragen und den ganzen Scheiß. Wir sind jetzt schon 2 Jahre in der Pandemie. Jeder möchte, dass es aufhört und da sind echt ein paar Leute echt sehr, sehr, sehr im Arsch. Dann hatten wir auch noch so welche, mega geil, dass es alles nur Panik mache. Das gibt es alles gar nicht. Es sind nur 5,4 Millionen Menschen gestorben. 99,93% der Menschen leben noch. Das ist eigentlich alles unnötig, der lässt sich nicht impfen, auch ein ganz chilliger. Viele waren richtig stolz, ungeimpft zu sein, haben eine richtig Flagge gehisst und sowas, würde mich niemals impfen lassen und sowas. Danke, Felix. Auch sehr, sehr oft dabei. Dann hatten wir auch noch einen guten Tweet, ein Zitat. Ich dachte zuerst, der Tweet von Max ginge gar nicht, aber die gesamten Impfgegner und Verschwörungstheorien, das Drive mit Bill Gates und mit denen... Eine Freundin von mir hat gesundheitliche Vorerkrankung, war natürlich durch das Impfen auch sehr vorsichtig, was ich auch nachvollziehen kann, sie hat sich einfach mit deiner Ärztin des Vertrauens ausgetauscht, ist inzwischen doppelt geimpft. Wenn man nur Angst vor der Impfung hat, sollte man seiner Meinung nach an einem eigenen Arzt beraten lassen. Ja, es gibt halt auch Leute, die sowas einfach mal vielleicht aufgrund von Vorerkrankungen nicht direkt können. Also lässt man sich beraten und überlegt dann ganz einfach. Da oben unter einer Decke arbeitet, zeigt, dass der Tweet absolut notwendig war. Fand ich auch sehr geil. Ja, insgesamt wurde mir 1000-fach der Tod gewünscht und mein FIFA-Account soll für immer gebannt bleiben. Das war auch ganz oben mit dabei. Alter, das ist sehr schade, wirklich, dass die Impfgegner jetzt auf FIFA-Account gehen. Ja, das war im Groben und Ganzen. Es gibt noch ganz viele Zitate. Ich habe ganz viel gescreenshottet. Hey, können Junge, wir gerne Junge, im Stream Junge, durchbesprechen. Haut mal eure Meinung zu dem Ganzen sehr gerne in die Kommentare. Falls das irgendjemand meine Art nicht kannte oder sich in irgendeinem... Also das Argument, das Gesundheitssystem zu entlasten und ungeimpfte Schuld daran sind, zieht nicht, weil es sowieso schon seit Jahren überlastet ist, fehlt da, weil niemand die Pflegekräfte interessiert und es kaputt gespart wurde. Diskutiert doch einfach normal miteinander. Hass bringt nichts und bei Ungeimpften Corona den Tod zu wünschen und Ungeimpften bei Corona den Tod zu wünschen, ist einfach unmenschlich. Niemand hat hier Corona, also nicht Corona-Geimpften den Tod gewünscht. Dass das ganze Gesundheitssystem jahrelang überlastet ist, ist leider ein Fact. Aber wir können halt aktiv etwas dagegen tun, dass es jetzt halt weiter nicht noch mehr überlastet wird. Versteht ihr das? Natürlich müssen wir in der Pflege mehr Gehälter zahlen, mehr Pausenzeiten, mehr Wertschätzung, mehr Ausbildung und so weiter und so fort haben. Für diese fundamentale Wichtigkeit der Pflegekräfte muss sich weiterhin eingesetzt werden. Das muss verstärkt stattfinden und diese Thematik muss in die Mitte der Gesellschaft gerichtet werden. Das ist ganz, ganz klar. Und das Gesundheitssystem ist kurz vor Kollaps. Aber dass es jetzt eh schon zu spät ist und man es einfach lässt, ist doch
fucking dumm. Also, das ist doch fucking dumm. Eine Art und Weise diskriminiert davon gefühlt hat, als Ungeimpfter, der sich nicht impfen lassen kann aus gesundheitlichen Gründen. Das tut mir natürlich leid. Da haben wir viele von gelesen, Leute mit verschiedensten Krankheiten. Ja, die Pflege war schon vor Corona überlastet, aber jetzt kommen halt nochmal eine Menge neue Patienten dazu, die sich das hätten ersparen können. Das muss man auch tauschen. Selbst wenn es nur Diabetesstufe 1 ist, selbst wenn ihr einfach nur noch übergewichtiger seid als ich, die Leute sind nie angesprochen. Waren sie auch nie im Stream, haben wir auch mehrfach gesagt. Das wird nur die Bevölkerung spalten. Immer dieses Spaltungsding. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, Mann. Für die ist das absolut gar nicht. Aber alle anderen vielleicht einen Anstoß, vielleicht sich doch impfen zu lassen. Mal den Termin. Es ist aber ein Fakt, dass die, die sich nicht impfen können, durch die vermehrte Hetze darunter leiden und unterdrückt werden. Und das ist schade. Und das sollte man natürlich differenzieren. Man sollte nicht alle Ungeimpfte über einen Kampf scheren. Dieser Protest und dieser Wut richtet sich primär ja gegen die Leute, die sich halt bewusst wissenschaftsfeindlich verhalten und sagen, ich mach das einfach nicht. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil sie es nicht wollen und nicht dran glauben. Termin zu suchen, damit wir hier alle zusammen rauskommen. Meinung sehr gerne in die Kommentare und ich freue mich schon wieder sehr, auch unter diesem Video, die ganz Querdenker-Kommentare zu screenshotten. Viel Spaß. Junge, 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 was haben wir hier für Kommentare? Vom IS-Laufen zum Weltverbesserer, geile Aktion. Bleib du selbst, Max. Ich habe mir gerade einige Kommentare durchgelesen. Ich würde gerne davon ein paar Kommentare auch mal lesen, tatsächlich. Ist man automatisch Querdenker, wenn man sich nicht impfen lassen will? Nein, 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 das hat niemand gesagt. Trimax spielt hier mit dem Feuer. Letztendlich Provokation, die nichts bringt, außer die Fronten zu verhärten und Aufmerksamkeit zu erreichen. Bin selbst geboostert und bin auch dafür. Habt ihr immer noch nicht verstanden, dass euch die nicht vor einer Infektion oder einem starken Verlauf schützt? Was? Aber wo steht denn das? Das ist so. Habt ihr Idioten immer noch nicht verstanden? Da fehlt ein Komma. Dass euch die Impfung nicht vor einer Infektion und einem starken Verlauf schützt? Doch! Doch! Sie schützt at least vor einem fucking starken Verlauf. Digga, könnt gar nicht so viel essen, wie ich kötzen müsste, um zu sehen, wie manipuliert und naiv der Mainstream seid. Davor waren Politiker und Lügner, aber jetzt sind sie mit Corona im Recht. Glaubt ihr, die denken an eure Gesundheit? Schenkt ihr den offiziellen Zahlenstatistiken wirklich glauben? Facepalm. Wake the fuck up, people. Digga, diese Wut im Schreiben, diese ganzen rhetorischen Fragen, die niemand beantworten wird. Bro. Also, das ist schön weiter zur Spaltung beitragen. Ist natürlich besser, als mit der anderen Seite zu sprechen. Richtige Vorbereitung. Man kann aber mit der verhärteten anderen Seite fast nicht mehr reden. Es geht nicht. Definitiv das letzte Video, was ich mir von dir gegeben habe. Nur weil er ein großer YouTube-Kack ist, wird ohne C geschrieben, denkt er auch, ist auch Arzt und kann dazu eine objektive Meinung abgeben. Das Impfen ist eine Entscheidung, die aufgrund persönlicher Aspekte getroffen werden sollte. Jeder muss sich für die Risiken und Vorteile abwägen. Welche Risiken? Welche Risiken, wenn du nicht eine Impfträgerallergie hast? Welche Risiken? Und jetzt braucht mir keiner erzählen, dass die Impfung keine Nebenwirkungen hat. Nebenwirkungen gibt es bei Impfungen nicht. Das ist darunter auch drei Todesverdachtsfälle. Es sind Impfreaktionen, keine Nebenwirkungen. Es heißt im Fachterminus Reaktion. Impfreaktion, Mann. Was ist denn ein Todesverdachtsfall? Wir verdächtigen. Was ist denn? Hä? Ich check's nicht. Impfreaktion. Ja, richtig. Keine Nebenwirkungen. Ich finde, beide Seiten sind nicht richtig informiert und labern Dreck. Aber Deutschland übertreibt auch mit den Masken meiner Meinung nach. Naja, Jungs, ich bin 29, habe zweimal mit einer Herzmuskelentzündung und eine weitere Arbeitslosigkeit alle zwischen. Kennen auch welche, bei denen es gut geht, aber man sollte vorsichtig sein, wenn man Schwurbel in die Szene ist. Wir haben nämlich nur Bock auf eine dritte Impfung. Es gibt diese Reaktionen und es gibt auch ein geringes Risiko einer Herzmuskelentzündung und so weiter und so fort. Aber weg das doch mal bitte gegen einen schweren, fast tödlichen Verlauf ab. Hey, zu Beginn, ich bin absolut kein Impfgegner und freue mich über jede Impfung, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich wirklich aktuell sehr stören und auch beschäftigen. Boah, viel zu. Hey, Junge, geht nicht. Meine Meinung, absolut unnötiger Tweet. Querdenker bleiben Querdenker. Was du getweetet hast, mehr Meinung nicht ändern. Ja, er wollte halt provozieren, ne? Er wollte einfach provozieren, das hat's halt geschafft, Digga. Das war eines der sachlichsten, solidarischsten, intelligentesten Videos zum Thema Corona, was ein YouTuber jemals in seiner Community gemacht hat. Es gibt da Leute, die das halt verstehen. 24/7 hinter einem Bildschirm, bildest dir echt einen Überblick über die Lage zu haben. Du bist verblendet, Digga. Ja, Rocco, er ist verblendet, genau. Ach, Mann. Ja, im Endeffekt, keine Ahnung, Alter. Ich bin einfach wieder sprachlos. Lasst euch bitte einfach impfen. Lasst euch einfach impfen. Klärt euch bitte auf und lasst euch einfach impfen. Dankeschön.